Moin Moin und herzlich willkommen zu Wer weiß denn sowas? Ja, ich habe mal gedacht, ich mache heute wieder mal ein bisschen was Quiz-Show-mäßiges. Ich habe da richtig Bock drauf. Das Problem an der Sache ist, ich habe nur noch 7, 8 Stück, wo ich noch nicht gemacht habe. Das heißt, wir spielen heute Show Nummer 23 und ich schließe mich jetzt einfach dem Elten an. Jawohl. So, Jungs. wo ist mein Spessel? Wo ist er denn, der alte Sack? Hä? Eine Nummer. Gottes Willen, was für Gesichter. Ja, Mann, ich nehm den mit dem Cowboy-Hut. Den nehmen wir mal. So, wir sind natürlich alle gespannt, was abgeht. Ich kann mich natürlich wieder nur blamieren. Bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elton. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer weiß denn sowas? Wenn Sie zu Hause Spaß haben, haben wir im Studio Spaß. Wenn wir im Studio Spaß haben, haben Sie auch zu Hause Spaß, meine Damen und Herren. Und eine Frage an Sie. Wussten Sie, dass ein neugeborenes Panda, ein kleines Panda, dass das kleiner ist als eine Maus? Oh. Ja, wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Wir schauen aber wie immer zum Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen möchten. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Oh, hab ich doch mit Sicherheit mehr, Jungs, oder? Und das Team. Alter, komm! Ja! Sehr schön, wunderbar, ich nutze es. Aha. Ihr habt jeweils einen Publikumsjoker, den ihr einsetzen könnt. Und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Hier ist unsere Wand. Die Kategorien sind das Fragezeichen, das Wetter, auf dem Globus, Ich weiß schon, was als erstes. Ne? Im Grünen, unser Körper, Essen und Trinken. Was bin ich? Medizin und tierisch. Roman. Das Team, hinter dem sich mehr Menschen versammelt haben, darf beginnen. Welche Kategorie soll's denn zur Eröffnung sein? Wie immer. Dann nehmen wir tierisch. Jawohl. Grauhörnchen wappnen sich gegen Futterdiebe, indem sie a. ihre Vorräte rund um einen Fuchsbau deponieren, b. giftige Beeren vergraben, die Zapfensamen ähneln, oder c. täuschend echte Nussdepots anlegen, die aber alle leer sind. Ach du heilige Scheiße. Um Gottes Willen! Täuschend echte Nussdepots anlegen, die aber alle leer sind. Ihre Vorräte rund um einen Fuchsbau. Wieso soll man von einem Fuchsbau deponieren? Das ist doch Schwachsinn. Also kann ich mir nicht vorstellen. Giftige Beeren vergraben, die Zapfensamen ähneln. Also ich weiß nicht, aber mir kommt irgendwie das erste am besten vor. Wir gucken mal, was der Elton da dazu sagt. Ich würde C mal ausschließen. Aha. Was sagst du zu 2? Also B halte ich für komplett ausgeschlossen. Wahrscheinlich wird es denn A sein. Ich weiß nicht, also ich trau mal ausnahmsweise mal dem Elton. Und komm, wir nehmen einfach mal A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Erdsache C. Das Grauhörnchen hält keinen Winterschlaf. Deswegen muss es für große Futtervorräte sorgen. Im Laufe der kalten Monate nagt es hunderte von Zapfen kahl.
Doch die Futterdiebe lauern überall. Forscher der Wilkes University in Philadelphia beobachteten, tatsächlich graben Grauhörnchen Löcher und täuschen vor, dass sie etwas hineinschieben. So ist etwa jedes fünfte ihrer Depots leer. Dies ist der erste Beleg für gezielte Täuschungsmanöver bei Nagetieren. Es bleibt bei 0 Euro. Ich hätte auf mich gehört, soll ich dämlicher Hund. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Unser Körper klingt doch interessant. Ich bin dabei. Wir nehmen unser Körper. Wenn einem die Uvula flattert, dann hat man zu lange in die Sonne geguckt, ist man wahrscheinlich Niederländer oder hat man Schluck auf. Wäre für dich B eine Möglichkeit? Habe ich noch nie gehört. Im Niederländischen heißt das dann Nerven oder sowas. Das wäre die Idee. Uns flattern die Nerven und denen flattert halt die Uvula. Wie findest du C? Was ist denn, wenn man Schluck auf hat? Dann hat man ein Rhythmusproblem im Zwerchfell. Wir nehmen C. Ja, also wir loggen C ein. Hier ist die Lösung. Eine zu lange Uvula kann beim Partner zu schlaflosen Nächten führen. Denn wenn sie flattert, schnarchen wir. Die Rede ist vom Rachenzäpfchen. Viel nützlicher ist die Uvula beim Sprechen. Denn dank ihr können wir Laute wie R und Ch von uns geben. Und davon profitieren die Niederländer, wenn sie beim nächsten Auswärtsspiel erzählen können, dass sie aus Gouda und Groningen angereist sind. 0 Euro auf dem Konto. Sachen. Also, nächste Kategorie, oder? Machen wir weiter. So, Jungs, ich habe keine Ahnung, was ich nehme. Essen, trinken im grünen Globus. Das Wetter. Hund, Katze, Maus. Nehme ich sehr gern. Ja. Was ist genauso einzigartig wie der Fingerabdruck eines Menschen? A. Der Pfotenabdruck einer Maus. B. Der Zahnabdruck einer Katze. Oder C. Der Nasenabdruck eines Hundes. Oh, leck mich doch am Arsch. Pfotenabdruck einer Maus, Zahnabdruck einer Katze, Nasenabdruck eines Hundes. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Mal gucken, was der Elton dazu sagt. Also ich hätte gesagt, ich glaube, der Nasenabdruck eines Hundes würde ich sagen. Also C stimmt schon mal auf gar keinen Fall. Ich würde sagen B. Das glaube ich nicht. Obwohl der Zahnabdruck einer Katze, ich weiß nicht, also... Ich glaube, wir nehmen mal den Zahnabdruck einer Katze. Also, komm her, wir wissen es nicht, wir können nur raten und ich glaube, wir raten mal B. So, wir haben B eingeloggt. Aber die Frage bleibt, A, B oder C? Nur eine Antwort ist richtig. Um sein Haustier eindeutig zu kennzeichnen, gibt es Möglichkeiten wie Marken oder Mikrochips. Aber auch eine andere Methode kann dabei helfen, seinen Hund zu identifizieren. Der Nasenabdruck. Denn betrachtet man eine Hundenase mit der Lupe, sieht man unzählige winzige Unebenheiten und Linien, die ein einzigartiges Muster ergeben. Genauso einmalig wie das eines menschlichen Fingerabdrucks. Was soll ich dazu noch sagen? Es bleibt bei 0 Euro. Was soll Weiter ich geht's. Dazu noch sagen? Ich hab's gesagt, das ich bin für Mond. Auf dem Globus. Was denkst du? Wäre im Moment mein Favorit. Wir hätten gerne auf dem Globus. Welche Uhrzeit gilt am Südpol? Zulu-Zeit, B, 24 verschiedene Zeiten oder C, keine Uhrzeit? Sag mal, was sagst du zu A? Aber ich habe mich schon mal zu Zulu-Zeit verabredet. Das ist nämlich die Zeit, zu der sich das Militär verabredet. Das ist die Zeit, die man standardisiert nimmt, damit die alle zur selben Zeit ankommen und nicht jedes Land eine Stunde später. Wäre C eine Option? Keine Uhrzeit ist ja Quatsch. Sag mal, fällt dir zu B was ein? Fände ich sehr lustig, aber ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt 24 verschiedene Zeitzonen auf der Erde gibt.
Wir nehmen A. Ja, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gesagt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Im 19. Jahrhundert wurde die Eisenbahn erfunden. Das Problem? Grenzüberschreitende Fahrpläne waren schwierig, da es keine Zeitzonen gab. Diese wurden erst 1844 eingeführt. Dafür entstand am Südpol ein neues Problem. Sich für eine genaue Uhrzeit zu verabreden, ist nach wie vor schwer. Denn alle Zeitzonen laufen dort zusammen. Es gibt also 24 verschiedene Zeiten am Südpol. Es bleibt erstmal bei 0 Euro, aber das heißt noch gar nichts. Nächste Kategorie, bitte. Das höre ich auf mich, glaube ich. Wie wär's mit? Was bin ich? Das hört sich gut an. Och nö. Och nö? Ja, dann nehmen wir's erst weg. Was wird auch als Hexenzahn bezeichnet? A. Zahn, der bereits bei der Geburt eines Babys entwickelt ist. B. Charakteristische Erhebung auf dem Nasenrücken. Oder C. Gartengerät zur Unkrautentfernung. Also ich habe noch nie gehört, dass bei einem Baby bei Geburt schon ein Zahn entwickelt ist. Könnte natürlich sein, weil es gibt für jeden Scheiß, gibt es immer das erste Mal. Von daher, das nehmen wir mal in die obere Reihe. Also ich würde sagen, das ist gar nicht mal so verkehrt mit dem Zahn, bereits bei der Geburt eines Babys entwickelt ist. Charakteristische Erhebung auf dem Nasenrücken. Hört sich beschissen, oh, glaube ich nicht. Gartengerät zur Unkrautentfernung. Leck mich am Arsch, wisst ihr was? Wir hören jetzt nur nicht mehr auf den Elten. Und ich höre jetzt einfach auf mich und nehm. Ah, halte ich für ein bisschen strange. Schnauze. A ist eingeloggt. So, hier kommt die richtige Lösung. Der Hexenzahn ist eine altertümliche Bezeichnung aus dem Volksmund. Mediziner sprechen eher von einem angeborenen Zahn. Etwa einer von 10.000 Neugeborenen weiß diese Frage. Yeah, Baby! Dabei handelt es sich um einen oder zwei verfrüht durchgebrochene Milchzähne, meist die unteren mittleren Schneidezähne. Ein Hexenzahn fällt jedoch meist recht schnell aus, da er keine Wurzeln hat. Betroffene Kinder haben somit bis zu ihrem bleibenden Gebiss eine Zahnlücke. 500 Euro auf eurem Konto. Yeah, Baby. Ich wusste es. Eigentlich hätte ich jetzt schon drei Stück richtig gehabt, wenn man so sieht. Ne? Ja, da sind wir uns auch einig. Wir nehmen im Grünen. Die Stinkmorchel. A. Stinkt, um sich fortzupflanzen. B. Ist im Spätstadium eine Delikatesse in Frankreich. Oder C. Kann mit ihrer Knolle einen kleinen Regenbogen erzeugen. Das ist jetzt mal eine einfache Frage. C. Möglicherweise. Hm? C ist es nicht. Wie stehst denn du zu A? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Eventuell B? Hm? B schließen wir aus. Das ist was fürs Publikum, oder? Wir fragen das Publikum. So. Das stimmt, das kann man ja auch machen, ne? Wer es glaubt zu wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. So, wen wollt ihr denn? Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ich denke ja. Ich würde sagen, es ist Antwort A. Darüber habe ich eine Doku gesehen. A ist eingeloggt. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen das jetzt auf. Die gemeine Stinkmorchel ist ein weltweit vorkommender Pilz. Im Frühstadium bildet sich das Hexenei. Anschließend entstehen Stiel und Hut. Die olivgrüne Sporenmasse, die Gleba, ist ein schleimiger Überzug. Sie stinkt nach Aas und macht den Pilz ungenießbar für Menschen. Dafür lieben Insekten den Geruch. Sie nehmen die Gleba auf und helfen dem Pilz so bei der Fortpflanzung. 500 Euro. Wie machen wir weiter? Ich glaube. So, ihr Buben. Das Wetter. Ach komm, mit
Zahlen, bitte. Nehmen wir mal das. Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal probieren. Ja, probieren wir es. Nur ungefähr 2% der Weltbevölkerung A. sind Linkshänder, B. haben grüne Augen oder C. sind Inder. Oh. Also, Inder, dafür müsste man natürlich wissen, wie viel Einwohner hat Indien. Und die haben verdammt viel Einwohner. Wir haben ja 7 Milliarden. Das könnte hier kommen, gell? Das kommt hier. Sind Linkshändler, ist Schwachsinn. Das kannst du vergessen. Also das streichen wir mal definitiv weg. Haben grüne Augen. Glaube ich auch nicht. Also wenn ihr mich fragt, ist das definitiv die 1. Also ich schließe C noch nicht ganz aus. Und deswegen nehme ich C. Das nehme ich. Das okay, wir haben C eingeloggt. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Weit über 7 Milliarden Menschen leben auf unserer Erde. Jeder von ihnen ist einzigartig, doch einige fallen besonders auf. Und zwar die mit grünen Augen. Für die Pigmente in der Iris sind mehrere Gene verantwortlich. Wow. Und wer grüne Augen hat, dessen Körper produziert geringere Mengen Melanin. Meist stammen grünäugige Menschen aus nordischen Ländern wie Finnland, Norwegen oder Island. Diese besondere Augenfarbe haben nur etwa 2% der gesamten Weltbevölkerung. Okay. Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Nächste Kategorie. Das ist echt hart. Entscheiden wir uns für das Fragezeichen. Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Das Fragezeichen, bitte. Wenn Opa auf das Bückeisen stieg, pflügte er den Acker, B. ging er auf ein Plumpsklo oder C. drehte er eine Runde mit seinem Motorrad. Sag mal, könnte es A sein? Also der Begriff Bückeisen habe ich schon mal irgendwo gehört. Wäre B möglich? Ich weiß bloß nicht mehr, was das war. Das meine ich, hätte ich schon mal gehört. Wir nehmen B. Wir haben B eingeloggt. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Wenn Opa erzählt, er wäre in seiner Jugend auf sein Bückeisen gestiegen, dann war er vielleicht Mitglied in einer Motorradgang. Das Bückeisen war nämlich früher eine Bezeichnung für ein Sportmotorrad, auf dem der Fahrer in gekrümmter, also gebückter Haltung eine Spritztour gemacht hat. Es bleibt bei 500 Euro. Ja! Falsch! Wir haben noch 4 Kategorien. Essen und Trinken, hä? Also ich persönlich würde gerne Essen und Trinken nehmen. Das kann ich mir vorstellen. Womit werden Cranberries in Nordamerika traditionell geerntet? Sand und Eimer, Wind und Kescher oder Wasser und Rührbesen? Gottes Willen. Mal gucken, was der Elton sagt. Diesmal bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es C. Wind und Kescher kann ich mir nicht vorstellen. Dann müssen die ja extra Wind machen und dann fliegen die ab und dann fangen die mit dem Kescher ein. Keine Ahnung. Wir fragen mal das Publikum. Eine sehr schöne Frage fürs Publikum. Wir nehmen das Publikum. Wer glaubt, die richtige Antwort zu kennen? Ja, stehen Sie ganz kurz auf einmal. 4 Mann. So, wer soll es beantworten? Ja, von mir aus nimmer die Und Tussi. Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Antwort C, würde ich sagen. Darüber habe ich eine Doku gesehen. Aha. Ihr sagt C. Hier ist die Lösung. Cranberries sind überwiegend in Nordamerika verbreitet und wachsen an Büschen. Für die Ernte im Herbst werden die Felder geflutet, bis das Wasser knapp einen halben Meter hoch steht. Mit einem sogenannten Rührbesen als Erntegerät wird das Feld durchpflügt. Durch den entstehenden Wasserstrudel lösen sich die Beeren von den Zweigen. Die Luftkammern in der Frucht bewirken, dass die Beeren an der Wasseroberfläche schwimmen und so einfach durch Absaugen geerntet werden können.
Unglaublich. 1000 Euro auf dem Konto. Ja, Mann! Wir haben noch drei Kategorien. Was hältst du von total genial? Entscheid du mal. Wir nehmen total genial. Wie lässt sich das Beschlagen von Badezimmerspiegeln verhindern? A. Vorher mit Rasierschaum abwischen. B. Vorher mit Weichspüler benetzen. Oder C. Das weiß ich. Vorher mit Deodorant einsprühen. Das weiß ich, das habe ich gesehen. A. Das ist definitiv Antwort A. Ich meine, das hätte ich sogar mal gelesen. Ich sag dir auch, was warum. Was hältst du von B? Ich sag das dir auch, warum. Weil, bei Corona, wo man die Maske aufgehabt hat, jeder, wo Brille gehabt hat, hat man gesagt, man soll seine Brille mit Rasierschaum ein. Die Oberfläche ist kühl. Nimmt dann beschlägt die Scheibe nicht. Feuchtigkeit im Raum plötzlich zu, beschlägt die Oberfläche, weil die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Behandelt man den Spiegel im Vorfeld, haftet ein dünner Schutz aus Glycerin auf der Scheibe, der vor der Kondensation schützt. Und Glycerin findet man zum Beispiel im Rasierschaum. Das wusste ich. In der 500 Euro obendrauf, 1000 Euro. In der Zeit vor Corona, wo du jedes Mal Maske angehabt hast und jeder, wo eine Brille hat, hat sich beschwert, weil jedes Mal die Brillengläser beschlagen sind, nur wegen der scheiß Maske. Und da hat mir einer gesagt, man soll die Brillengläser mit Rasierschaum einreiben und dann beschlägt die Scheibe nicht mehr. Also das Glas von dem Ding. Von daher wusste ich das. Geil. Das Wetter, Medizin, da kommt niemals wieder, was soll der Scheiß? Noch nicht, aber ich würde auf das hier tendieren. Wir haben hier nur noch trifft zwei. Eine Sturmböe seitlich auf ein Satteldach, fliegen die Ziegel A. der Wind zugewandten Seite davon, B. ausschließlich auf dem Dachfirst davon oder der Wind abgewandten Seite davon. Moment. Eine Sturmböe seitlich. Das heißt, der fliegt so auf das Ding drauf. Das heißt, der müsste doch dann praktisch nach oben wegfliegen, oder? Aber da steht nichts davor. Da. Der Wind abgewandten Seite davon. Der Wind zugewandten Seite davon. Also C schließe ich schon mal aus. Also ich hätte gesagt, das ausschließlich auf dem Dachfirst. Dachfirst davon. Also das ist mein Favorit. Ja, nein. Schließen wir aus. Das sehe ich gar nichts, also nehmen wir mal die 2. Ich würde es riskieren und B nehmen. Ja, definitiv. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Hier ist die richtige Antwort. Welche Dachziegel davonfliegen, hängt davon ab, von welcher Seite der Sturm auf das Satteldach prallt. Auf der windzugewandten Seite sorgt der sogenannte Anpressdruck dafür, dass die Ziegel nicht mitgerissen werden. Die Windkräfte brechen dann am First. Je flacher der Winkel des Daches ist, desto höher ist die dabei entstehende Sogwirkung des Windes. Folglich reißt der Sturm die Ziegel auf der windabgewandten Seite mit sich. Es bleibt bei 1000 Euro. Scheiße. So, letzte Kategorie für euch. Eine Frage habt ihr noch zu beantworten. Medizin. Ja, ey, man muss ja nicht alles wissen. Was ich habe das mit der empfohlen, mit dem Ding gewusst. Vor Malaria zu schützen. A. Tonic Water trinken. B. Rote Beete essen. Oder C. Zuckerrohr kauen. Sag mal, fällt dir zu B was ein? Jetzt, Jungs, passt auf, Malaria ist hier in den subtropischen Gebieten. A, und wahrscheinlich. Deswegen würde ich sagen, das ist definitiv C. Wir nehmen C. A. Antwort A. Weil ich da gibt es viel Zuckerrohr. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Chininpulver wird aus der Rinde des China-Rindenbaums gewonnen. Seit dem 17. Jahrhundert wurde es in malaria-gefährdeten Gebieten in kohlensäurehaltigem Wasser gelöst und als Tonic Water zur Malaria-Prophylaxe verwendet. Chinin verhindert die Bildung eines für die Malaria-Erreger wichtigen Enzyms im Blut. Schlecht geschätzt. Heute sorgen wirksamere Medikamente für die Prophylaxe und akute Behandlung von Malaria. $500 oben drauf.
1500 sind auf eurem Konto. Also, wir haben einen Zwischenstand vor der großen Masterfrage, vor unserem großen Finale. Das Team Bernhard, 1500 Euro. Das Team Elton, 1000 Euro auf eurem Konto. Beide Teams haben ja jetzt noch die Möglichkeit, den Betrag sogar maximal zu verdoppeln. Also es ist ja noch gar nichts entschieden, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zur entscheidenden Frage. Wir kommen jetzt zum Finale. Jetzt müssen wir wieder. Die Kategorie, aus der heute die Masterfrage kommt, ist Kontinente. Beide Teams geben ihren Geldbetrag ein, den sie setzen möchten. Gut, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage. Ich sage natürlich nicht, was ich gemacht habe. Welcher Kontinent ragt durchschnittlich am höchsten über den Meeresspiegel? A. Asien, B. Südamerika oder C. die Antarktis? Ja, 20 Sekunden ab jetzt. Das kann man nur schätzen, deshalb keine Ahnung. Ich nehme die goldene Mitte. Wir gucken, was ihr gesetzt habt. Entschieden für C. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort B. Schauen wir, es gibt auf jeden Fall einen Gewinner. Aber welcher Kontinent ragt denn nun durchschnittlich? Durchschnittlich war ja die Frage am höchsten über den Meeresspiegel. Es ist 960 Meter hoch. Durchschnittlich über dem Meeresspiegel liegt Asien. Das ist falsch. Was Arschloch. Und 2200 Meter über dem Meeresspiegel ragt die Antarktis. Und Südamerika ist auch falsch. Die Antarktis ist richtig. Scheiße. Das bedeutet, dass Team Bernhard... Glückwunsch zum Sieg. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen Abend wieder pünktlich um 18 Uhr. Wer weiß denn sowas? Yo, da bedanke ich mich für diese geile Runde hier. Und ja, okay, ich habe verloren, aber das eine habe ich gewusst mit der Ding, dass die Scheibe nicht beschlägt. Das habe ich gewusst. Da war ich stolz drauf. So, mal gucken, ob wir noch mal eins machen. Schauen wir mal. Für heute soll es das gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Es würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde wieder, wenn es wieder heißt. Wer weiß denn sowas? Ich sage hier an dieser Stelle danke fürs Einschalten und tschö mit V und bis zum nächsten Mal.